Jo Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen zurück zum nächsten Skill-Video. Heute gibt es Master Sensei Airstrike aus dem Adventure-Pack Greifpack Sternwarte. Da ist er, Freunde. Genau da ist er. Juhu, mit seinem Piepmatz. Gucci, Gucci, Gucci. So Freunde, Master Airstrike gibt es also nur in der Greifpack Sternwarte Adventure-Pack. Das Video dazu habe ich euch ja auch schon gezeigt, ja, ob es sich lohnt oder nicht, das schaut euch gerne noch einmal an, ja, wenn ihr euch dann immer noch nicht ganz sicher seid, dann gönnt euch jetzt auf jeden Fall mal das gepflegte Skill-Video. So, Freunde, wir fangen an. Auch sind bloß Zahlen. Sie drücken nicht aus, was in mir steckt. Wir fangen jetzt auch, wir fangen jetzt auch direkt an, Freunde, und zwar mit der Vogelprügel. Drücke Viereck, um mit oder ohne den Falken anzugreifen. Vogelsturzbombe. Drücke Kreis, um den Falken zu rufen oder für einen Sturzbombenangriff auszusenden und all das mit einer Spur aus explodierenden Federn. Das Ganze, Freunde, sieht folgendermaßen aus. Da seht ihr, wir können angreifen und natürlich als Brawler. Und oben greift unser Vogel mit seinen Flügelklingen natürlich auch nochmal an, was extrem cool ist. Ja, also zwei Personen in einer Figur, würde ich sagen, ja. Also richtig, richtig cool. Hier haben wir diese Vogelklingen, die wir rufen können, wie ihr das hier sehen könnt. So, und der Sturzflug kam dann auch. Und wie viel Schaden das jetzt verursacht, das schauen wir uns natürlich jetzt einmal an. Einmal mit Kämpfen, Freunde. 47 und 24, 79 und 129. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und hier haben wir die Vogelklingen. Zack. Ist auf jeden Fall mega geil. Also die Gegner rennen da automatisch rein, muss man sagen, ne? Da seht ihr das. Die rennen da automatisch rein, ne? Ziehen 11 ab, wenn die explodieren, nochmal 24. Also das geht definitiv mehr als klar, muss ich sagen. Das geht definitiv mehr als klar. So, Freunde, jetzt geht ab. Wirbelvogelfaust. Drücke Dreieck, um mit einem Spezialangriff der Falke Sauggegner in den Angriff hinein. Das ist die dritte Attacke von Airstrike plus Piepmatz und sieht folgendermaßen aus. Oh, okay. Okay, okay. Also der Vogel macht oben so einen Wirbelsturm. Und wir greifen dann einfach mal in jede Richtung, verdammt nochmal, mit so viel 21er Schaden an. Das ist doch gar nicht mehr normal. Das ist doch gar nicht mehr normal. Geil, oder? Sehr, sehr geile Attacke. Sehr, sehr geile Attacke. Sturmfront Finale. Füge dem letzten Treffer deines Viereck-Angriffs eine Windattacke hinzu. Okay. Ziemlich kräftig aus, aber sie hatten keine Chance. Da war sie. Oh, okay, wir rufen vier kleine Wirbelstürme. Ah ja, okay. Interessant. Bis jetzt coole Attacken auf jeden Fall. Sie drücken nicht aus, was in mir steckt. Oder im Vogel. Auftrieb. Wenn du den Falken hochschickst, fliegen Gegner in der Nähe mit in die Luft und gegnerische Geschosse werden abgewehrt. Okay. Yo. Geil. Sehr cool. Zack, ab in die Luft. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall mega geil, ja. Gerade auch bei diesen ganzen Schießbogen oder Zauberer, die gehe ich ja da, ja. Boah, Alter, da kriege ich Zustände, ja. Und wenn wir die dann abwehren können, das ist mega. Das ist richtig gut. Also bis jetzt Airstrike ganz geile Attacken. Man kann ja mal wirklich nichts gegen sagen. Also Respekt, mein Freund. Eiablage. Wenn du den Falken losschickst, hinterlässt er ein explosives Ei, das du treffen kannst. Es enthält einen zufälligen Preis. Was? Los, Piepmatz. Zeig ihnen, was du drauf hast. Da waren EP-Punkte drin. Käse, ne? Was? Cool. Was? Wie geil ist das? Das sind jetzt nicht die übelsten, aber wie geil ist das denn bitte? Er holt einfach, er kackt einfach mal so ein Käse-Ei. Oder Geld-Ei oder ein EP-Ei. Wie geil ist das denn? Was ein Vogel, Alter!
Er macht hier die übelsten Überraschungseier. Mein Gott, Alter, da lege ich doch direkt. Wie geil. Wie stehen unsere Chancen? Wie cool ist das denn bitte? Hammer. Hammer, wie geil. Unglaublich, ehrlich. Cool. So, Auge des Sturms. Wenn der Falke in der Luft ist, erhältst du eine stürmische Aura, die als beschädigt, was du... Was? Die alles beschädigt, was du berührst, um dich weniger Schaden erlangen lässt. Okay. Ach so. Eieieiei. Sturmwind. Der Federplatzierung bewirkt mehr Schaden, wenn sie Gegner... Okay. Jeder Vogelprügelangriff verschießt Windkräfte. Ah. Die Ei-Beilage-Verbesserungen explodiert jetzt mit noch hochwertigen Preisen. Sanfte Landung. Drücke, wenn der Falke in der Luft ist, Fierk, Fierk, Fierk und halte Fierk für einen verheerenden Landeangriff. Wenn der Falke in der Luft ist, regnet es Eierbomben vom Himmel. Ja, ich denke mal, wir gehen auf die Eiablage hier, würde ich sagen, oder? Nicht Urelemente, wir gehen definitiv auf was hochsteigt. Ich will sehen, ich will die Eier sehen. Alter, ich will die Eier sehen. Ich will sehen, was der mir noch hier rausballert. Boah, größeres Ei. Okay, gerade gab es ein Stück Käse, jetzt gab es schon mal eine ganze Pizza mit Käse. Eine Käsepizza, okay. Okay, die EP-Punkte sind jetzt auch wertvoll. Das ist so geil, ey. Er ruft die übelsten Überraschungseier hier. Wir. Ey, saulustig, oder? Alter, richtig, richtig lustig. Geil. Richtig lustig. So, drücke, wenn der Falke in der Luft ist, Fierk, Fierk, Fierk für einen Landeangriff. Okay, das Ganze schauen wir uns einmal an. Aber der kommt doch auch so runtergeballert wie ein Falke, oder nicht? Ja. Also Viereck, Viereck, Viereck und Viereck halten. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Deswegen... Wir akzeptieren es einfach so, wie es ist. Wir akzeptieren es einfach so. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Schauerrisiko. So, jetzt gibt es Eierbomben, Alter. Jetzt richtet es Eier. Jetzt richtet es Eier. Ei, ei, Eierlei. Ja, 28er Schaden. Was sagst du dazu, Piepmatz? Unser Training hat sich echt gelohnt. Da. Da fliegen die Eier von oben, ey. Das ist mega. Gut, dass ich darauf geskillt habe, weil ich finde diese Attacke einfach mega geil hier. Und wenn dann jetzt noch die ganzen Eier von oben geflogen kommen, ne? Respekt. Also erst Strike, jetzt rockt er. Auf jeden Fall, jetzt rockt er richtig. Geheimer Handkanten-Fallangriff. Halte Kreis, um für den geheimen Handkanten-Fallangriff in die Luft zu gehen. Okay. Zeig sie ihnen, Piepmatz. Oh. 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 Okay. Nicht den übelsten Schaden, aber... 95 immerhin, ja. Alter, die haben gar keine Chance, dass die dich irgendwie attackieren können. Habt ihr das gesehen? Die haben gar keine Chance, mich irgendwie zu attackieren. Und jetzt auch wieder. Pass auf jetzt, so. Jetzt rufe ich, schicke ich den in der Luft. In der Zeit mache ich den hier. Greife dann hier nochmal an. Die haben überhaupt keine Chance, mich irgendwie zu attackieren. Weil ich einfach diese ganzen Fähigkeiten habe, die in der Luft zu ballern, die an mich heranzuziehen, die ordentlich zu massakrieren. Ah, richtig krass. Alter, richtig, richtig krass. Finde ich geil, ehrlich. Finde ich mega geil. So, Freunde. Ich bin mal eben schnell hier reingerannt und, ja, bin schnell zum Boxerschrein, weil wir haben ja noch gar nicht die Sky-Ski-Fähigkeit von Airstrike und die holen wir uns mal eben jetzt schnell. Chi-Kraft freigeschaltet. Okay, haben wir, Freunde. Und das Ganze schauen wir uns einmal eben kurz bei den Chompis hier vorne an.
Wenn wir schon mal hier sind. Abmarsch. Ah, okay. Wir können auf dem Vogel fliegen. Und können damit dann... Ja, die Gegner attackieren. Cool. Ja, ich muss wirklich sagen, Freunde, so wie es ist, also Airstrike hat geile Fähigkeiten, also das hat echt Spaß gemacht, den zu verbessern, weil einfach das mit dem Ei, ne, das ist das Highlight schlechthin, das mit dem Eier, mit den Eiern hier, ne, das ist einfach richtig geil. Aber auch so, ne, alles wurde so ein bisschen verbessert, also ich muss echt sagen, ey, Respekt, also Airstrike, ich habe ja erst gesagt, ne, geht gar nicht der Skylander, also ist nicht so mein Fall. Aber jetzt muss ich sagen, finde ich den echt ganz lustig. Ja, also schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Ja, gut, Freunde. Das war's vom Skill-Video heute gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also, ja, habt noch einen schönen Tag, Freunde. Na, haut rein, Dankeschön und Peace. Ding unendlich halten? Wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn bitte? Ey, unfassbar, wie geil. Wie unfassbar krass, wir können das unendlich halten. Wie geil. So, und jetzt kommt hier noch, Freunde, die Sky-Skikraft. Goldenes Skarabäen, beschützt eure Königin. Ganz viele Skarabäus, der mit 52,2...